Hungriger Hugo, Satter Hugo hat was hochgeladen, würde ich sagen, oder? Satter Hugo ist drin. Wir schauen rein. Sprachnachricht, wir gucken rein. Let's go, auf geht's. Rein in die Masse. Let's go, Chat. Info, da auf Hungriger Hugo die Videos immer aufwendiger werden, kommen ab jetzt hier auf dem zweiten Account Satter Hugo regelmäßiger Videos, aber dafür nicht so aufwendig. Ich hoffe, euch gefällt das. Wie viel Leben der dann hat eigentlich, ne? Das ist echt crazy. Nein! Einfach mehr geschnitten als jedes Video von jedem YouTuber. Da mit dem Fünfer würde ja gern mal mit dir quatschen, wird nur leider nie passieren. Ja, das würde ich so unterschreiben, Digga. Immerhin 5 Euro bekommen. Vor allem nicht für 5 Euro, Bruder. Ja, der Mann ist Geld nicht fremd auf jeden Fall. Oh. Lange Haare, Digga. Sonnenbrille. Moin, Leute. Abos auf Trocken am Start. Also ich verstehe es gar nicht, warum ich keinen Creator-Code bekomme und dieser deutsche Community-Manager, ey, spammt den mal alle bei Twitter voll. Der antwortet mir nicht, der Hund. Ey, ich bin so brandsafe. Schickes Auto, komm, laber mit. LOL, der fährt einfach 200 mit dem Ding. Was ist denn mit dem Konto los? Junge, what the fuck? Los? What the? Ey, lol! Ich würde sagen, ich finde Antonia ist eine wirklich. Eine wirklich nette. Aber keine Criminal. Nico, lass sie in Ruhe! Die ist nicht nur wirklich nett, die ist auch extrem dumm. Extrem hübsch. Paul schickt mir einen Link. Guck dir das mal an. Mit einem Euro. Das wirkt verdächtig wie ein Scheiß-Link. Wann hast du das letzte Mal geraucht? Hast eigentlich eine recht klare Stimme. Hörst dich gar nicht wie ein Raucher an. Boah, wann war das? Beim 1069. Eine gute Seite. Da stimmt. Kommt er endlich. Auch die Schlepper sind bereit. Alles. Miki, tut mir wirklich leid mittlerweile, ne? Gleichen Regeln ab. Der Lot. Digga, stell dir mal vor, du wirst geboren. Du wirst einfach geboren und das Erste, was du siehst, ist das. Imagine, der Typ ist Arzt einfach und du bist gerade so auf die Welt gekommen, gerade gespawnt und das Erste, was du siehst, ist das als Baby. Digga, Leben absolut, absolut vorbei. Ich saß in meinem alten Peugeot, den Anna liebevoll Schimmel getauft hatte, klammerte mich an mein Lenkrad und zog an meiner Zigarette. Piss dich, du Huren! Papa. Papa. Servus, Papa. Danny. Danny. Darf ich noch einen grüßen? Klar. Ich grüße Flo, Luca, Dominik, Mervry, aka Marvin, Emma, Mia, Moritz, Triad, Leon, Tommy. Robin, sehr gut. Justin, Luca, oh. Bendy, Zill, Leon, Daniel. Einfach Ultratalent. Yves, Lukas, Riyad, Bilal. Haben Antonia, du sich auf Fremdgehen 69 kennengelernt. Ja, wir haben auch miteinander Fremdgehen 69 praktiziert. Das ist so ein geiles Fall. Die beiden sind auch einfach unfassbar gut für dieses Format. Wie alt sind die? 7, 8? Keine Ahnung. Müssen dann meine Zuschauer sein, ne? Wir können diese Transaktion derzeit nicht bearbeiten. Wähle eine andere Zahlungsmethode aus oder versuche es später erneut. Kauf? Ich dachte gerade, dass das hier so ein Hinweis von so Zigarettenpackung war, bis ich gecheckt habe, dass es armer Studios ist. Fehlgeschlagen? Oh nein. Oh nein, rein in die Spielsucht. Wie geht's deinem Ohr? Hör, scheiße. So smart, so smart. Oh ja, Güte, ne? Wer ist eigentlich Elena Camperi? Wo ist die auf einmal hergekommen, Chat? Und warum ist die so berühmt? Und warum geiern alle auf die? Und warum ist die so berühmt? InScope. Ach ja, klar, macht ja Sinn. Die ist ja blond, natürlich muss die von InScope kommen, woher denn sonst? Ich so sauer, Digga. Jo. Ja, scheiß drauf. Einfach neues kaufen. Schwänze sind eigentlich geil. Nein, ja. Aber auch mal die Crew Cutter, Akustiker, dankeschön, Bro. Sind voll in Ordnung. Mensch, ey, jetzt kommt aber langsam der Nudelauflauf durch. Ey, ich schwöre, irgendwann wird der Clip kommen, wo sich einer von uns irgendwann im Stream einfach reinscheißt. Maybe ist es sogar schon passiert, ohne dass es einer will. Oh, Mann, was
Achso, du bist direkt hinter mir. Jedes Mal, wenn ich das schlage, kriege ich danach Damage. Ja, dann krieg einfach mal keins, Rezo. Ja, ist so. What the fuck? Bah, ist das... Ah, Digga, ich dachte gerade, das wäre vergammelt. Holy shit. Oh, nee, ey. Ah, Junge, ich sag's doch. Das ist genau das gleiche, wie wenn man Kreatin nimmt und furzt. Dann kommt auch immer so ein Wasser raus, so was so ein bisschen braun ist. Ist keine Scheiße, ist Wasser mit Scheiße drin. Ist ein Unterschied. Ach komm, scheiß drauf, ey. Ach komm, Digga. Morgen dann Kennenlerngespräch für einen GTA-RP-Server. Da hab ich gefragt, weißt du, wie es läuft? Ich sag ja, alle abknallen. Falsch. Ich schicke jetzt Sascha eine Sprachnachricht. Das war dafür, dass dein scheiß Video nur 3 Minuten geht, du Hund. Hat schon Bock mal anzuziehen, den Aal. Ey, Digga. Ich hab gar nichts gemacht. Wo könnte das nur sein? Ich habe eine Idee. Muarama Akatakupa, Salto of Sao Paulo, Brasilien. 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 Ich verstehe den Joke nicht. Sao Paulo ist doch in Brasilien. Diese Blicke von Danny. Mehr Doggy, gib's mir Doggy. Ich bin Spanier. Du bist keine Spanier, du bist ein Kubaner. Also wie gesagt. So ein Ding. Erstmal dran erinnern, wo du herkommst. Wir sagen bei 3 ein Wort. Was ist das denn für eine Scheiße? 1, 2, 3. Buch. Hat Rezo sich mit Antonia getroffen? Haben sie sich gedatet? Yo, okay, alles klar. Kennt jemand einen, der in Aachen für 100 Euro Rezo die Beine brechen würde? Gibt's jemanden, der nach Aachen fährt, für 100 Euro Rezo die Beine bricht? Gut, wer zuerst da ist, kriegt das Geld. Das war ein Witz, bitte mach das nicht. Rezo ist außerdem sehr stark. Ja, ja! Alter, Kevin, Junge. Okay, ja, das ist Kira, das ist nice. Ah, oh. Junge. Ich hab mir ins Auge gesprüht. Hey, Baby. Kevin hat wirklich den Körper von einem 40-Jährigen und das Gehirn von einem 10-Jährigen. Digga, Kevin könnte dieser besoffene Onkel sein, der dich nachts unter der Decke anfasst. Kann ich deine Nummer haben? Nein. Nö. Nochmal zu klären. Das ist ein Tee. Pimmel. Das ist ein Penis. Ist ein Penis. Es ist ein T, es ist ein Buchstabe. Penis ist es. Okay, es ist ein Penis.